Freunde, und damit herzlich willkommen wieder zurück hier auf der wunderschönen Seetamern Map zusammen mit dem Tino, mit Hi Leute. dem Björn, Ja, hallo. mit dem Klicky, Hallo. mit dem Pixel Hallo. und mir. So, es geht wieder rund im Gebumm und Es ich muss geht gerade mal über. rund, Ast in. Fällt mir so ein cooles Sprichwort dazu ein, na egal. Im Klicky, Klumpen? Klicky kennt's bestimmt. Was geht's? Nix. Gut. Es dürfte rein theoretisch. Wenn du schräg fährst, machst du nichts von der Ernte kaputt. Wenn du schräg fährst. Ah, du musst ein bisschen über die haben ja ohne gewisse, ja, jetzt nicht Anzeige, aber wo das passiert. Und wenn du da genau nicht drauf fährst, also wo dann die Ernte ist, dann bleibt das auch stehen. Ist aber so Ist ein bisschen, 50-50, oder? ja, ist ein bisschen schwierig zu fahren, muss man sagen. Ja, es ist ja mittlerweile Sonntag, Montag? Sonntag, ne? Sonntag. Sonntag, Wir immer haben wieder Sonntag. Sonntag. Letzter Tag Gamescom übrigens. Ist schon wieder vorbei, super, ne? Wir sind nicht Endlich mal dort kann und es ich ist wieder schon wieder holen. vorbei. Oh mein Ja, Gott. unglaublich. Unglaublich. Das So. Schlimme ist immer, dass es immer so schön wie es ist, so schnell geht es auch vorbei. Aber Pixel hat eine Frage. Die 5 Ja, Dauer also reicht den noch. Ernter muss ich jetzt anschalten, ne? Und dann einfach losfahren, oder was? Hast du das GPS eingestellt komplett? Klar. Dann Steuerung W fürs GPS anschalten. Ja. Und dann die 3 einfach. Willst du spielen? Drück die 3. Und wie das läuft hier. Alles läuft? Ich Ja. bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Sehr Yeah. lernfähig, der Mann. Also, nicht wundern, wenn dann jetzt, ich würde, dürfte das die Folge passieren? Ne, ich weiß gar nicht. Wenn auf jeden Fall wieder in diesem Chat startet, ne, wisst ihr Bescheid, was es ist. Wenn was? Wenn wieder in diesem Chat startet. Ja, wenn sich's Warum? anhört, als würde in diesem Chat Waschmaschine. starten. Richtig. Die redet Plaudergang. momentan. Yeah. Die redet momentan durch. Pixel, wenn du am Ende des Feldes bist, man nicht gleich man nicht gleich umlenken, sondern kurz Okay. anhalten und die Strohablage hinten, dass der Rest noch rauskommt, weil Ah, okay. sonst liegt Spritzt das du immer das auf dem Weg über? verteilt, weil der Ja. immer noch ein bisschen hinten raushaut. Ja, ich muss gleich auch nochmal an meiner Audioeinstellung was drehen. Schon wieder zu Immer. laut. Nee, ihr seid zu leise. Auch schon wieder. Ja. Das war doch mal ein Lied, oder? Ihr Aber seid zu wie leise. geht denn das immer? Das war Keine Ahnung. Techno-Scheiße Hast irgendwie, du ja. Volume Lock? Nee, noch nicht. Das hole ich mir nachher noch. Wo ist Also eigentlich bei da mir dran? funktioniert es ohne Volume Lock, ohne Ja. Probleme. Ja. Wo es da dran eigentlich nicht liegen sollte, normalerweise. Tino, tust du mir mal einen Gefallen, Björn. wenn du Stroh eingesammelt hast, tust du das mal bitte an der Landi im Strohverkauf verkaufen? An der Landi, ja? Ja, hinterm Amtsgericht oben. Da gibt es etwa für einen Anhänger Stroh etwas, glaube 60 bis 80.000. Was Ja. ist? So, Kann was doch. mache ich jetzt? Wie öffne ich das Ding? Allgemein Welches hat die Ding? Wirtschaft hier einen Bock. Na, hinten, dass das. Oder ach so, Nee, einfach stehen nee. bleiben. Ja, kurz stehen bleiben und jetzt Okay. hat er fertig und jetzt kannst du umlenken. Alles gut. Sehr gut. Landi, warte mal. Landhandel, ja? Landi. Überm Landi, Amtsgericht Landi, ist. Landi, Amtsgericht. Ach da. Kann ich machen. Einfach mal probieren. Wurde Aber mir so allgemein hat die zugetragen. Wirtschaft hier einen kleinen Bug, ne? Da wäre. Weil zum Beispiel ja, beim Bäcker oder so oder bei der Brauerei fällt es auf, der verbraucht ja kaum Zutaten, schmeißt aber halt so ein massives Output raus. Naja, gut, du musst mal so sehen. Wenn du jetzt dreimal 50.000 reintust, könnten ja theoretisch vom Rohstoff her schon 150.000 am Brot rauskommen. Also du hast ja immer Abfall. Halt dir Map, ey. Wir sind aber auch Das ist nicht im ja Real sehr, Life, das ist Junge. ja sowas von unwahrscheinlich, dass du 100% Wir produzierst. sind nicht im Real Life. Ja. Naja, was weiß ich, was der Modder hier eingestellt hat. Ich So, weiß es jetzt nicht, dann aber. müssen wir es komplett voll machen, müssen es leer laufen lassen und gucken, was dann dabei rausgekommen ist. Wenn halt aus 150.000 dann 300.000 rausgekommen sind, naja gut, dann ist da halt ein Fehler drin, ne? Aber mir ist das auch egal, weil, ja. Ist Bier. Ich will Bier. Nee, Spaß, aber keine Ahnung, könnt ihr ja nicht ändern, müssen wir es ja umschreiben. Noch dazu wissen wir ja nicht mal, wie viel überhaupt rauskommt. Und die Kamera ist schief. Und ich war beim Friseur heute übrigens. Ich Oh, auch. nee. Ich auch. Was ist denn hier eigentlich alles? Besser wie du. Am Arsch. Nee, sag Ist mal, das was willst du denn wissen schwer? genau? Nee, die Frage war eigentlich ein Glück. Wie du aussiehst, weiß ich. Du hast, denke ich mal, wieder Standard, ne? Links, rechts, weg und oben drauf.
Na, links, rechts weg nicht ganz. 6 mm habe ich immer an der Seite. Also 6 mm an der Seite und oben eine volle Haarpracht. Naja, Spaß. Stand, ich bin jetzt am Landi und Randy, schau mal bitte aufs Geld. Geht er das? Hat bitte gesagt. Er hat bitte gesagt. Ja, ja, ich guck ich schon. Ich bin grundsätzlich ein sehr höflicher Mensch. Stroh wird hier nicht angenommen. Da muss irgendwo eine Kellereinfahrt sein. Du musst so runterfahren. Eine Du musst irgendwo eine Rampe. Ah, ja, ja, warte, sehe ich. Warte. Das ist wieder ja. Das ist Schwarz ganz geheim. Das ist Schwarzstrohhandel hier. Schmeckt. Der Schwarzmarkt für den Stroh. Wer ist das denn bitte? Okay, warte. Bin die Einfahrt fast unten. Oh, das sieht aber sehr gefährlich aus. Passt gerade so rein hier. So, jetzt geht's los. So eine Tino guck aufs Geld. Na, ich guck aufs Geld. Beziehungsweise, ich guck immer aufs Geld, da zeigt's mir ja. Schön, wie es rausläuft. Ah, jetzt müsst ihr mal wissen, dass man hier Stroh abladen kann, Alter. Ach, hier steht sogar Strohverkauf. Siehst du? Ja, der ist so ein Schild, aber das fällt ja kein Mensch auf. Wer hat dir den Tipp gegeben, Pjörn? Ich habe da meine Kontakte in, ja, ja, im Schwarzlabor. Plus 22.000. Ja, aber trotzdem. Exorbitant für einen Hänger Stroh. Für ein bisschen Schrott eigentlich. 22.000? Ja. Es könnte sein, Björn, dass es auf leicht, Björn? Ja. Geht's dir ja gut? Ja, ja. Okay. Hebst du noch? Björn? Das ist nicht mehr lange. Das ist die Schweizer Bergluft. Björn, willst du noch was sagen? Irgendwelche letzten Worte? Ihr könnt mich mal. Ah, wenn das die letzten Worte sind, na dann. Ich brauche einen Anhänger. Der liebe Jochen ist voll. Soll er das mal zum Anhänger da hinten fahren? Du kannst erst hinfahren oder kurz warten, weil ich bin gerade am Feld und würde dann mit dem Anhänger zu dir kommen. Ich weiß nicht, ob du weit weg bist von dem Anhänger. Feld 24, der Anhänger ist auch voll. Bräuchte ich mal 9. Oder der müsste ausgeleiert werden. Also ich habe ja voll zu tun, ich weiß ja nicht, was der Rest macht. Ansehen, voll zu tun. Ich guck den Schiffen zu beim Fahren. Voll zu tun. Was machst du, Kliggy, weil du... Rüben. Und Björn, was machst du? Die suchen Anhänger. Ja. Für Sonnenblumen. Oh, yeah. Du musst mal ja dieses komische Regula, habt ihr doch erfunden. Nee, das waren deutsche Kaubonbons. Die ich noch mitgebracht habe. Oh je. Yeah. Guck hier, Björn fährt sinnlos rum. Ja, ich suche einen Anhänger für Sonnenblumenabtank. Da gibt's so eine Taste, die heißt I. Steht für Igitt. Und da kannst du das überprüfen. Sogar, da zeigt sie an, welche Anhänger so wir haben auf der Map. Vielleicht sind ja auch alle in Benutzung, weil hier stehen ja allein schon 2. Wenn Kliggy noch einen hat, sind 3 und ich weiß gar nicht, wie viele wir haben oder welchen wir noch haben. Was steht denn hier, der warte, Auflieger? Ich, ich bin auf dem Weg, warte, bleib da stehen. Achso, du holst es so schon. Du kannst meinen nicht reinladen, du musst davon in den. Der ist aber auch, da ist auch was drin, kann das sein? Wo? In dem da vorne. Kannst du nicht reinladen? Nee, warte, eben ging's nicht, aber ich probier's. Was seht denn hier schon wieder? Wenn du einfach drüber, wenn du drüber fährst und er entlädt nicht, dann warte, ich komm vorgedüst, dann ist da was anderes drin. Eigentlich war der Plan, den ganzen Scheiß auch runter zu grubbern bzw. zu übersehen. Wieso? Gibt einen Haufen Kohle. Ja, wenn du 50% der Ernte oder 60% der Ernte selber kaputt fährst. Gibt immer noch mehr Kohle, als wie wenn du Korn abgibst. Doch, geht. Geht? Pixel war allein in den fast letzten Aufnahmen, da hatten wir 7. Oder 6 Folgen alleine beschäftigt mit dem Feld. Viel zu klein, beziehungsweise viel zu groß für die kleinen Dinger. Ja, aber wir haben kein Geld für das Große. Das heißt, wir müssen es halt erstmal noch machen. Wir brauchen aber Rüben, weil Rüben Schweine Kohle einbringt. Ah. Einmal durch Rüben, durch den Rübenhäcksler und das zweite dadurch durch den anderen Rübenhäcksler, der direkt Mischfutter daraus macht. Außerdem, wenn du das siehst, wenn du hier direkt schräg auf der Reihe fährst, geht keine Ernte verloren. Du fährst meines Erachtens nach geradeaus. Ja. Ja, wenn du jetzt direkt siehst, es bleiben alle unten stehen, wie ich hier drüber fahre gerade. Dann bin ich tauschst du mit Kliggy? Also tauschst du den Anhänger bei Kliggy? Wieso? Weil den seiner voll ist. Ja, ich brauche einen für Sonnenblumen. Ich stehe da hin mit dem Dröscher. Ja, dann stell doch den bei Kliggy ab und leer den bei Kliggy kurz aus und nimm den dann für Sonnenblumen. Wo ist denn Kliggy? Ich weiß nicht, weil sonst kann ja Kliggy gar nichts mehr machen. Dann machen wir das erstmal. Das ist hier, es war mit 5 Leuten, Alter, da schrubbt das hier, das gibt's gar nicht, ey. Da kommst du, das ist Wahnsinn, ey. Wie der hier also produziert. Was sagst du? Ich brauch gar nicht weiter vorne, ich bin schon wieder voll. Ich komme, Minion, ich komme.
Nachschub kommt. Wenn nicht, müssen wir noch Anhänger kaufen. Wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? 72,6. Wenn nicht, müssen wir halt mal noch einen Anhänger holen oder so. Ich brauche den kleinen, ne? Sonst kommt er da nicht bis hoch. Oder? Ja, doch, bei dem kommt er bis hoch. Warum der da nicht raus? Dann noch Otto jetzt. Ja. Jetzt schmeißt er rein. Läuft das? Kannst du das leider stehen lassen? Der andere steht bei mir vorne. Ja. Oh, Randy mit so einem großen Gerät. Ach du. Was ist mit dem Anhänger? Ist er müde? Hä? Boah. Der hängt im Boden. Was macht er denn hier? Klicki, der Anhänger ist... Oh nein. Klicki. Was denn? Beim Fortuna sind die Stützen vorn gebrochen. Gebrochen? Ja, komm an den LKW geswitcht. Die Stützen sind weggebrochen. Ich hab dir gesagt, die sind rostig, du sollst sie schweißen. Nein. Ja, Frontlader drunter und anheben. Dann kannst du wieder drunter fahren. Ja, hol mal einen. Haben wir nichts sowas? Frontlader? Ich kann dir das nicht sagen. Ich hab's gesagt, schweiß die Stützen, der hält das Gewicht nicht mehr. Nein. Na gut, dann halt nicht. Die Rüben sollen zum Rübenhäcksler, oder? Gibt's einen Rübenhäcksler? Achso, ja, ja. Ja, entweder. Also nicht zum Rübenschneider, zum Rübenhäcksler. Ja, für Tiere oder für Verkauf? Verkauf. Gut. Bei Tiere haben wir letztens erst einen Anhänger reinbüren. Gut. Was seid ihr denn hier? Was ist das? Feld 14? Feld 14. Dann kaufen wir Frontladeranbau mit mit Palettengabel. Kostet ja nicht so viel. Ich gebe euch recht. Haben wir einen Traktor? Ja. Welchen? Meinen. Welcher ist denn das? Das siehst du, wenn ich da bin. Junge! Ja, was ist denn? Der wilden Köten, Klick, Björn, Koch. Gibt da einfach alle Rechte frei und gut ist. Ja, ihr Geld. Braucht trotzdem Kohle fürs Kohle. Nee, nein, Klicki. Was bin ich? Hol ich den blauen, obwohl die da passt nicht. So viel Geld. Geht das wieder los. Gekauft. Und? Oh Gott, gleich ein Ruckler. Wie ist die Performance heute, Pixel? Bei mir läuft super. Okay. So. Hast gut, dich eingemürzt auf dem Server. Ja. Kannst du eigentlich alles wieder zurücknehmen? Jo. Soll ich da jetzt weiterhin Stroh verkaufen da oben oder wie läuft das jetzt? Ist unten das Ding Kompostanlager voll? Achso, wir haben ja auch noch was im Lager notfalls, so ist nicht. Glaube ich zumindest. Ich war das letzte Mal nicht dabei. Schon im Lager, kurz Moment. So, ihr seid jetzt Feld. Staro. Also, Stroh steht gar nicht drin im Dings. Nee, steht nicht drin, muss unten am Lager an der digitalen Zahl schauen. An der digitalen Zahl. Musst du auf deine Digitaluhr gucken. Muss aber erstmal noch meine 10% hier einmörsen. Was ist hier eine Digitaluhr? Eine Quark. Können die ganze Zeit auf 5 nehmen, bitte? Natürlich. So, dann werden wir uns mal versuchen. Mit Deichselanhänger rückwärts die Rampe hoch. Da bin ich gespannt. Ich hab schon zweimal geschafft. Glückwunsch. Ja, man muss die Leute ja mal loben. Motivation. Ja. Durch Entsetzen. Wie waren die dümmsten Bundeswehrsprüche hier? Ich hatte da mal so einen Schlüsselanhänger, das war so ein Banner. Da stand auf der einen Seite Motivation durch Entsetzen und Lernen durch Schmerz. Lernen durch Schmerz und Motivation durch Entsetzen, das war so ein Bundeswehrspruch, ja. Ein deutscher Soldat wärmt sich am Eisblock. Wir haben 435.000 Stroh im Lager, das heißt, das kann ich getrost verkaufen. Ja, jetzt bin ich schon wieder voll. Achso, aber das der abgehängte Hänger da, da kann ich es reinmachen, ne? Ja, genau, der ist dafür da. Kannst du direkt rein. Obwohl er da so kaputt rumhängt. Ja, den Nu ist er immer kaputt. Dino, switch mal rein bei mir. Ast rein, hochgefahren. Ein rückwärts hochgedroschen, so wie das Randy auch immer macht. Ey, das kann jeder. Das kannst du sowas von vergessen. Hau ab, alle. Das kannst du sowas von vergessen hier. Komm raus, da. Da wird schön andersrum hochgefahren. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Fährt er den hier, hängt dann vorne dran. Jo, so, jetzt bitte, jetzt nochmal.
So, ich war da oben. Also irgendwie ist das auch verbuggt hier, kann das sein? Der lädt nicht immer ab, manchmal ja. Er muss gescheit drüber sein, ne? Richtig. Ups. Aber wir sind doch erstmal wieder fertig für den Part, deswegen beenden wir das Ganze jetzt hier gescheit. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt, dann da lasst nicht vergessen und bis dann, oder? Tschüss! Tschüss. Tschüss.